Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Unsere Aufgabe, die Zwillinge endgültig zu erledigen. Denke mal, das wird auch mit die letzte Mission sein. Eventuell, ich weiß es nicht genau. Aber die müssen wir jetzt suchen. Beziehungsweise wir müssen uns nach New Eden begeben, denn dort wollen die Zwillinge die Baracken, jo, sozusagen New Eden, den Boden, Erdboden gleich machen. Und wir versuchen das zu verhindern. Bin eigentlich ja ganz gut ausgerüstet. Das ist eine lila Mission. Also muss ja auch langsam mal ein bisschen höher gehen alles. Von unten. Das Eifersucht wird zum Problem. So. Wir laufen ein bisschen, das ist natürlich ätzend, aber wir können auch geil springen. Da hinten ist noch ein Wagen, den können wir schnappen. Oder auch nicht. Warte, können wir aufhalten. Oh, scheiß Bär. Klar. Also klar, dass ich noch einen Bär angreife. Was soll die Scheiße? Geh weg! Langsam reicht's. Das gibt's doch gar nicht. Shit, ey. Okay. Ey, man reicht's auch mal, oder? Gut, jetzt haben wir genug Leute hier gekillt. Eigentlich wollten wir nur uns auf den Anwesen in die Richtung begeben und jetzt greifen sie uns von nah und fern an. Aber wir haben ein bisschen Munition ein. Danke. Okay. Bewegen brauchen wir nicht. Boah, der Wagen ist ein bisschen Schrott, aber das Auto ist ganz gut. Das Auto. Zack. Oh. Oh, verdammt, da sind wir gerade noch rausgekommen. Das ist total bescheuert, wa? Oh, beschissene Scheiße, ey. Was sind die Selbstzünder? Die sind natürlich ätzend. In den neueren Wagen haben die Autos, in einigen von den Autos haben sie reingetan. Was sehr nervig ist. Können wir den Wagen? Vielleicht können wir damit erfahren, ob das Ding in die Luft geht? Natürlich nicht. Also weiter. Also es ist nicht mehr so leicht, Autos zu klauen, wie man sieht. Ich glaube, man kann die auch entschärfen, aber das habe ich, glaube ich, noch nicht gelernt, beziehungsweise nicht angegeben. Guck mal, weil bei den Vorteilen das schon lernen kann. Wie viele Punkte haben wir? 23 Punkte, können wir ja mal was nutzen hier. Kurz schon, Sprengschwallen in Highway-Fahrzeugen werden automatisch entschärft. Das nehmen wir doch mal. Hätte mal vormachen sollen, naja. Mechanik verringert die Überhitzung der Maschinengewehren. Schlösser knacken, Gerät um Schlösser und Türen und Safes zu knacken. Saboteur, um 10 Sekunden explodieren zu lassen. Wir können damit Fahrzeuge explodieren, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit auf einen Hindernis treffen. Um Alarmlagen und festmontierte Waffen explodieren zu lassen, okay. Mehr Faustschaden, das brauchen wir nicht. Er schleunigt die Herstellung von Verbrauchssignalen, Sabotage, Entschärfung von Alarmanlagen sowie das Öffnen von Safes und. Was ist das denn hier noch? Hier, Takedowns, die nehmen wir auf jeden Fall. Und dann glaube ich. Entschärfung von Alarmanlagen, ist ja auch nicht verkehrt. So, dann haben wir jetzt eigentlich ordentlich was. So, leider sind die Autos natürlich jetzt alle in die Luft geflogen. Hallo? Pff, bin Fuchs, ey. Also ist, wie man sieht, ist alles irgendwie gerade ein bisschen strenger bewacht. Kommt mir auf jeden Fall so vor. So. Wie geht's auf? Oh, nicht schon wieder so ein Kackbär. Oh, das gibt's doch gar nicht. Nein! Alter Schwede. Langsam reicht's auch mit den Bären, oder? Der Bär kommt nicht zu uns hier. So. Der Bär tot?
Er ist nicht tot, aber da ist noch ein Gegner. Wo ist er hingelaufen? Also. So, ist der Bär noch da? Ich kann ihn nicht sehen. Dass er mich gleich schon wieder angreift, das wäre so ein bisschen ärgerlich. Also wie gesagt, wie man sieht, können wir gar nichts erreichen gerade. Wir kommen nicht mal in die Nähe, weil die ganze Zeit nur angegriffen werden. Gehen wir hier rein. So, ich hoffe, wir können ihn noch irgendwie retten und das ist nicht alles komplett verloren. Hier links fahren? Oder da links? Ich muss mal auf die Karte gucken, wo das genau ist. Dann können wir das vielleicht auch leichter erreichen. Da müssen wir hin. Also, na, macht Sinn, hier unten links zu fahren. Los geht's. Vielleicht können wir eine Stelle finden, wo wir uns ein bisschen auftanken können, was Waffen und Munition angeht. Also nur was Waffen angeht. Munition angeht. Vorteilspunkt, befreien wir den mal hinten. Ist mit mir? Ah, bei einem Gegner, ne. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, bevor die Bomben fielen. Gut. Um ehrlich zu sein, wir müssen das einsammeln, weil wir haben so viel Munition wieder verballert hier. Und einen kleinen Vehikel hier. Fahrzeug fahren. So. Einen kleinen Wendekreis und wir können ein bisschen durch die Malachai fahren, würde ich sagen. Malachai. Hoffen wir jetzt mal, dass jetzt nicht so viele Gegner mehr kommen, das nervt langsam noch ein bisschen. Ja. Ist ja noch ein paar Karten mehr. Wir spielen jetzt irgendwie schon wieder ein paar Minuten und sind nicht mal ansatzweise im Fortschritt weitergekommen. Also so, ab und zu kann man auch aus Versehen mal jemanden umkippen bringen, weil die einfach über die Straße rennen, wenn man kommt. Warum macht man das? Warum rennt man über die Straße? Wie dumm kann man denn sein? Oder? Fuck das nicht, oder? So, genießen wir ein bisschen die Landschaft und freuen uns über das Paradies hier. Naja, Paradies hin und her, ne? Auf jeden Fall ist es recht schön hier, muss man sagen. So, ich wurde gefragt, ob ich komplett das Spiel durchspiele oder ob ich, oder beziehungsweise das Spiel auf 100% mache oder eben nur die Mission, die Story mache. Erstmal wird die Story gemacht und dann gucke ich mal nach, wie es, was es noch so für spaßige Sachen gibt. Muss egal sein. Da kommen ein paar. Schöner Fang vielleicht. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Vielleicht machen wir doch mal 100%. Ich weiß es nicht. Ist auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Also alles, alle Verstecker und so zu finden. Für mich wahrscheinlich spaßig, aber für euch zum Zugucken, wenn es nicht wirklich im Story-Handlungsstrang weitergeht, ist es, glaube ich, recht öde. So. Wir sind nach links runter, glaube ich. Eben. Oh, voll ihr hier? So, ist mal kurz mal eine kleine Rettung hier. Ich weiß, das ist nicht die beste Methode. Aber so kommen wir jedenfalls den Leuten weg. Ich wollte jetzt nicht sterben wieder auf der Hinfahrt da. Das muss nicht sein. So. Dann kommen wir trotzdem in die Richtung, wo wir sollen. Schleichen wir uns halt an. Geil. Wir können zwischendurch auch mal angeln. Also bei Far Cry 5 habe ich wirklich viel geangelt. Aber es gab ja auch richtige Missionen zum Angeln und alles. Hat man jetzt hier nicht so. Hier ist es eher, um ein bisschen Materialien zu tauschen oder so, ne?
Nachher. Wir haben auch nicht mehr viel Munition, wie man sieht. Ich weiß nicht, ist hier noch irgendwas in der Nähe, wo wir uns vielleicht aufladen können nochmal? Mal reinzoomen. Hier ist auf jeden Fall einer, der. In, jetzt mal einen Wegpunkt, den schnappen wir uns mal. Ich kann auf jeden Fall mit dem mal kurz reden. Ein bisschen was tauschen. Munition hat auf jeden Fall. Ich will noch ein bisschen was in meinen Waren haben. Vor wieder 6 Millionen Dollar, Mann, wenn es jemand gibt, der die Serie kennt, mit diesem Springen. Ducke, 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 ducke. Dann machen wir so ein cooles Geräusch dazu. Ich tausche immer gerne, Sir. Okay, dann tauscht man mehr. So, erstmal die Infokarten. Guck mal, was hast du für Infokarten da? Guck mal, ja, Ethanol haben wir nicht genug. Für sowas hätten wir was. Raubtier. Wölfe, Puma, Vielfraß, Lebensräume. Das ist eine Beute. Rotiertes Tier, Vogel, Fisch. Das wollen wir jetzt erstmal gleich. Munition ist immer wichtig nachzufüllen. Hallo? Mach ich Kampfvorräte? Warum nicht? Was kann man noch hier machen? Spezialmunition, erforderliche Materialien. Was gibt's denn da so? Wann muss so viel leichte MGs? Wenn du mal richtig einfach voll wegst. Was haben wir hier? Panzerbrechende Gewehrmunition. Beschlägt Schilder und Helme. Panzerbrechende Kaliber 50. Und für Waffen mit Kaliber 50. Okay, also wir haben ja. Die Maschine ist auch nicht schlecht, ne? Jetzt hast du aber voll. Was ist denn hier noch so? Ein bisschen Sod brennt bei jedem Schuss, ist auch geil. Brandgranate für Granate, okay. Ja, Munition. Allein haben wir jetzt gerade voll gemacht, da ist egal. Guck mal, ob wir was eintauschen können noch. Oh, eine Sache. Ja. Gut. Vielen Dank. Oh, Schlachtfeldapotheker, wie viele Punkte kriegen wir dafür? Ein Futterpunkt, okay. Das ist jetzt nicht so die Welt. Aber egal. Die Judge-Unterkunft. So, ab nach New Eden. Ich bin mal gespannt auf die Mission da. Ich weiß nicht, wenn Leute früher Counter-Strike gespielt haben, gab es diesen Bunny-Hop, wo man einfach so sauschön durch die Gegend kommt, wenn man immer gesprungen ist, so ganz beschissen. Ach, die Zeiten vermisse ich nicht mehr. Oh, es sieht hier schon so ein bisschen rauchig aus alles, ne? Das kann ich mal täuschen. Und hüpfen wir rüber. Man hört auch schon Schüsse und alles. Also hier wird schon einiges gemacht. Ach, guck mal, brennt schon so einiges. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die guten Leuten helfen. Komm raus hier. So, los rein da. Ah, schade. Kommt vielleicht auch schon zu spät, aber es gehört ja zur Story, ne? Ah, hier hätte ich noch Munition einsammeln können. Kann er hochspringen? Nee. Auf der Seite hier. So blöde Verräter. So, gucken wir mal die Geschichte jetzt mal an. Bin gespannt. Bitte. Ethan führte sie her. Die Heuschrecken. Hey, Häschen. Dachte, wir hätten dich erledigt. Du willst wohl nicht sterben. Du bist so verdammt stur. Aber wir sind auch stur. Das Traurige ist, wir hätten auf derselben Seite stehen können. Du und wir. Wir hätten eine Menge erreichen können. Aber es sollte wohl nicht sein. Bringen wir es zu Ende. Was war das?
Den Rauch. Okay. Shit. Oh. Shit. Was ist hier los? Okay, müssen wir überlegen, was wir da machen sollen. Ach, da kann man raus. Gut zu wissen. Habe ich nicht gesehen. Hätte man sich jetzt mal umschauen sollen. Na, wo ist sie? Ich bin sie nochmal getroffen hier mit einem coolen Schuss. Ja, das ist ein cooler Schuss. Natürlich treffe ich sie nicht. Ich komme hier nicht weg. Ah, jetzt. Das ist gelohnt. Ja, ich weiß, dass ich da rein muss. Aber ich komme nicht rein, weil sie alles hier verbrennt. Behindert. Ich weiß es nicht so viel. Ich renne ja wieder rein. Mich nervt. Okay, jetzt haben wir dich gleich die Bestie. Blöde Kuh. Ah, shit. Ah, la, komm, schaffen wir noch. Genau da. Oh, schnell. Ja, ich weiß. Okay, ich sehe leider gar nichts hier, es ist total bescheuert. Doch leider nichts mehr hier.
Alter, lebst du noch? Nicht immer die Hände, Mann! Die bekackten Hunde, ey. Wie soll ich mich denn hier im Wasser dämmen? Ich sehe auch echt nicht, das ist ein Kacknebel hier, ey. Okay, ja, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Oh. Mann, du blöde Schmiede. Gibt's doch gar nicht. Hey, das gibt's doch gar nicht. Wieso sind das so blöde gelöst hier mit dem ganzen... Nebel und sowas, so toller Schwachsinn. Okay, mal okay. Die wurden realistisch, weil es auch Qualm. Aber trotzdem. Ja, ich sehe was! Ja. Der Feuer hier. Nur wegrennen, ne? Ist auch nur wegrennen hier. Ach, da oben! Mann! Hab ich eben schon nicht gesehen. Ah. Nur wegrennen die ganze Zeit. Schon.
Das müsste eigentlich nur sie da sein, ne? Was ist los? Und viel Munition haben. Das ist da oben irgendwo. Man, das brennen muss hier. Munition dabei? Ein bisschen Muni brauchen wir. Okay, rennen wir hier rüber, haben wir hier oben drüben Munition. Oh. Komm schon, schaffst du. Alles klar. War das auch dein Tod? Verpiss dich doch niemand deinen scheiß Nebel. Feigling. Och Mann. Brauchen wir ein bisschen Munition? Ah, ja, und ein schönes Feuer. Na, wo sind wir? Ja klar. Ja. Warum auch nicht? Warum soll ich auch gleich schon sterben hier? Komm raus hier! Mann! Hier wird ja was werden hier, es wird doch nichts mehr. Gleich tot. Ganz im Ernst. Das ist schon ein Ding der Möglichkeit, dass wir die wieder kommen. Komm schon. Komm schon. Ich krempel dich um!
shit. Shit. Wir haben jetzt ordentlich... ein bisschen Munition. Wir brauchen ein bisschen Leben noch hier. Müssen wir irgendwo mal herholen. Problem, wir können natürlich nicht die ganze Zeit ausharren. Kann. Okay. Aber nicht das, was wir brauchen eigentlich, ne? Mann! So nervig. Weg, steck dir fest. Ah. Komm nicht weg. Super. Das macht ja Spaß. So, wie komme ich jetzt weg? Also.
Wo ist sie denn? Wo ist die blöde Tante denn schon wieder? Oh. Mann! Geh doch mal weg hier, ey. Das ist doch zum Kotzen gewesen. Ach, Mann. So, Mickey haben wir auch getötet. Alter, es hat auch, es war ein Kampf des Jahrhunderts. Da hat er lebenslang gedauert. Beschissen war denn das? Hey, Mickey, bist du okay? Nein. Du? Nein. Hey, du stirbst doch nicht, oder? Schätze, ich habe mein Versprechen gebrochen. Was? An Mom. Ich habe ihr versprochen, dass wir nicht so enden wie Dad. Aber wir hatten eine Menge Spaß, oder? Hey, hey! Stirb nicht zuerst! Du wirst nicht zuerst sterben! Ich bin die Ältere! Ich sterbe zuerst! Gott verdammt! Lou? Lou? Ich sollte auf dich aufpassen. Ich sollte auf dich aufpassen und hab's nicht getan. Es tut mir so verdammt leid, dass ich das verkackt hab. Ich hab's verkackt. Weißt du, Häschen? Du erinnerst mich an unsere Mom. Sie hatte Hoffnung und große Träume. Sie wollte, dass alles besser wird. Ich hätte auf sie hören sollen. Aber ich habe die Kontrolle verloren. Tu, was du tun musst. Tja. Lebt er noch, ne? Gönnen wir mal deine Schwester. Oh, Ethan haben wir auch noch, okay. Oh, fuck. Ich weiß es nicht, dass ich noch lebe. So, plündern wir die auch mal. Man kann sie leben lassen, aber wozu? Die kann uns nachher einfach nur im Weg sein. Ja, das war's mit dieser Folge. Ewig lang war sie, gebe ich zu. Aber es hat sich gelohnt, wir haben es geschafft und jetzt müssen wir die Ethan-Vision noch machen und dann sind wir, glaube ich, durch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.